Hallo zu einem neuen Video. Es geht endlich los mit der Terrasse. Ich gehe mal raus und zeige euch mal, wie der Stand jetzt ist. Gestern ist der Bagger schon angekommen und hier das Rüttelgerät. Und ja, es wird ein Projekt über mehrere Wochen enden. Das hier ist der jetzige Stand. Der Bauherr ist auch am Start. Die Schnur hier ist die Markierung, wo die Mauer dann hin muss, beziehungsweise wo jetzt dann gleich mit dem Bagger erstmal die Erde ausgehöhlt wird. Zwei Jahre später. 8-9 Stunden später sieht es jetzt so aus. Ich habe vorhin total vergessen, von oben zu filmen, aber ich zeige es euch gleich auch nochmal von unten. Hier wird fleißig gerüttelt. Jetzt nochmal von der Seite, der aktuelle Stand. Der Herr hat übrigens eine Platzwunde am Kopf. Es ist eine Woche später, ich habe Pizza-Baguettes im Ofen. Ich mache jetzt Espresso und ja, bin für die Verpflegung zuständig. Es geht nämlich weiter. Seit der letzten Aufnahme sind schon wieder 2 Wochen vergangen. Ich habe an dem Tag dann nicht mehr gefilmt, weil ja, die Frustration war plötzlich ganz groß. Irgendwie hat es nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Und ja, mein Schatz war da einfach demotiviert und hat abgebrochen. Es war dann total schade, weil wir an dem Tag echt viel Hilfe hatten. Also mein Bruder hat irgendwie das Auto vollgepackt mit Kollegen, ganz spontan. Es war gar nicht so geplant, also wir wussten nichts davon, war dann echt cool. Die haben dann rucki-zucki die Lieferung von vor der Haustür in den Garten verfrachtet. Und dann standen sie halt ein bisschen blöd da, weil noch was vorbereitet werden musste, wo die nicht wirklich mithelfen konnten. Und ja, mein Schatz war dann so unter Druck halt, dass die irgendwas zu tun haben, weil man es ja ausnutzen muss, wenn mal so viele Leute da sind. Sondern ja, ist die Zeit halt rumgegangen und dann ging es ans Bodenplatte gießen für die Terrasse quasi. Aber dann kam Zeitdruck dazu, weil die dann auch irgendwann wieder gehen mussten oder wollten. Ich mache euch mal kurz ein Update wieder von oben. So, da steht schon ein Teil der Mauer. Die hier ist schon auf der richtigen Höhe. Da hinten fehlt zum Teil noch ein bisschen was, aber es wird. Und nochmal von unten, also das hier wird alles Treppe, es sind knapp 2 Meter, der Rest sind knapp 3 Meter. Genau, wir sind jetzt hier am Mauer fertig machen da hinten. Milena hebt gerade fleißig mit aus dem Erdhaufen hier, Steine zu sammeln, damit wir dann Terrasse noch ein bisschen füllen können, beziehungsweise auch hier außen rum. Wir sind gerade dabei, hier die Mauer fertig zu machen. Willkommen zu Lucy's Diary. Heute zeige ich euch, wie man es nicht macht. So, es fehlt nicht mehr viel, aber wie man sieht, es wird auch schon dunkel. Normalerweise wollte ich die Wand oder diese Mauer quasi füllen lassen von der Bettungfirma. Die haben aber immer wieder jetzt hinausgeschoben und das bedroht meinen Zeitplan oder unseren Zeitplan. Und jetzt haben wir halt beschlossen, dass wir es selber versuchen. Juhu! Und das wird sicherlich ein paar Stunden dauern. Es kommen 1, 2 oder 3 Leute helfen jetzt im Laufe vom Vormittag. Und dann hoffe ich, dass es was wird. Jessie hat gemeint, ich soll noch erzählen wegen der Platzwunde. Das ist schon ein paar Wochen her jetzt. Das war heilt. Da habe ich eben mit einem guten Kollegen hier gebaggert quasi. Wir haben den Graben ausgeschaufelt und da habe ich die dicken Brocken neben dem Bagger weggemacht per Hand. Und dann hat das versehen ein falsches Pedal betätigt und dann habe ich die Baggerschaufel gegen den Kopf bekommen. Aber ich habe es überlebt. Ich glaube, er wollte schon relativ am frühen Morgen dafür sorgen, dass wir nicht weiterarbeiten müssen. Es gibt einmal kurz den aktuellen Stand. So sieht's aus. Danke. Die Mauer ist auf jeden Fall jetzt fertig.
Einen riesen Hügel haben wir hier. Das wird morgen alles in die Terrasse verfrachtet. Luci macht gerade schon mal ein bisschen Sport. Der macht hier den Weg bereit, dass man dann auch gut durchkommt mit dem Schubkarren. Fleißige Helferin hier am Start. Die Jungs sind fleißig am Schaufeln. Der Hügel wird kleiner. Da hinten sieht schon richtig gut aus. Soweit, unsere Fliesen für die Terrasse sind angekommen. Ich nehme mal lieber den Schlüssel mit. Da sind sie. Wir schauen jetzt mal rein. Ich mache mal hier gerade die vordere Packung auf. Mein Schatz räumt die Terrasse gerade leer. Heute können nämlich die ersten Platten auch schon gelegt werden. Und wie ihr vielleicht seht, ist die Treppe inzwischen auch schon gemacht. So, ich habe jetzt mal zwei Stück ausgepackt. Wir haben uns für die Fliesen von Fliesensale entschieden. Und zwar ist das die Farbe Magnetic Cream. Die sind jetzt 60x60 cm. Und in der Dicke sind sie 2 cm breit. Bei Fliesensale findet ihr online eine riesengroße Auswahl an verschiedensten Fliesen. Ob das jetzt Bodenfliesen sind, Wandfliesen oder wie jetzt bei uns Terrassenfliesen. Ihr könnt einfach mal reinschauen und mal durchstöbern. Falls ihr gerade auf der Suche seid, habe ich auch einen ganz, ganz tollen Tipp für euch. Mit meinem Code jessys.diary bekommt ihr nämlich bis zu 5 kostenlose Musterfliesen zugeschickt. Normalerweise kosten die 10 Euro Versand und der wird jetzt dann damit rausgestrichen. Dann könnt ihr einfach mal euch 5 Musterfliesen bestellen und mal schauen, weil ich bin so, ich würde jetzt nicht online einfach irgendeine Fliese bestellen. Also ich muss das vorher in der Hand haben, mal mit einem anderen Boden verglichen haben oder mit Möbeln verglichen haben oder so. Und das haben wir auch gemacht. Ich zeige euch mal, was bei unserer Auswahl rausgekommen ist. Wir haben damals diese 4 Musterfliesen bestellt und die sind in einem kleineren Format angekommen als das, was wir dann jetzt eigentlich verlegen wollten. Das ist unterschiedlich. Also manchmal haben sie das Originalformat als Musterfliese da und manchmal kommen dann eben kleinere. Die könnt ihr dann aber auch behalten. Und genau, so konnte man jetzt einfach schauen, was passt am besten. Bei uns waren dann die Favoriten ganz schnell diese beiden hier, wobei ich echt jetzt, wenn ich die nochmal so sehe, sagen muss, die sind alle schön. Aber ich fand dann letztendlich, ihr wisst ja, es ist die geworden, den Übergang von dem Boden zur Terrasse mit dieser Fliese einfach am schönsten. Und ich mag halt auch einfach dieses Beige. Ja, die fand ich auch richtig, richtig schön. Allerdings merkt man hier auch einfach, das ist eine ziemlich glatte Fliese, die hat mehr Struktur. Und wenn es dann halt doch mal vielleicht nass ist und die Kinder rumrennen oder so, wir wollen ja dann auch noch einen Pool hinbauen, ja, dann ist das vielleicht doch mit einer rauen Oberfläche ein bisschen besser. Die Fliese ist ja auch richtig hell, was ich echt richtig schön finde. Aber ja, ich glaube, die ist dann hier doch ein bisschen pflegeleichter, weil wir ja dann auch noch den Garten drumherum haben. Und ich muss sagen, das hat auch richtig Spaß gemacht, das einfach in Ruhe zu Hause zu machen und nicht da in der Öffentlichkeit quasi nach Fliesen zu gucken. Und dann wird man schon angequatscht und muss schon irgendwie irgendwelche Fliesenfavoriten aufschreiben und sich Angebote machen lassen. So hat man alles auf einen Blick, kann das Ganze in Ruhe entscheiden. Fand ich richtig toll und jetzt bin ich echt gespannt, wie dann das Ergebnis letztendlich aussehen wird. Ich setze euch auf jeden Fall die Seite von Fliesensale in die Infobox, meinen Code auch nochmal dazu. Also es lohnt sich, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch mal die kostenlosen Musterfliesen bestellt. Schaut mal, das Split-Zementgemisch ist hier schon ordentlich verteilt. Aber ich bin echt gespannt. Schaut mal, in die Fliese habe ich mich auch richtig doll verliebt. Das hätte so gut bei uns ins Bad gepasst. Tja, habe ich leider jetzt erst entdeckt. So, wir machen jetzt hier die Plane von den Fliesen weg. Mein Schatz darf mal erklären, warum die überhaupt drauf war die letzten Tage. Wir haben ja den Split mit Zement gemischt, damit es zu keinen Bewegungen kommen, weil die Platten sind ja nur 2 cm dick und dann soll ja der Untergrund sich nicht arg bewegen. Und damit es nicht durchgespült wird durch den Regen, deswegen mussten wir auch zeitig aufhören. Damit es nicht durchgespült wird, haben wir die Plane draufgelegt. Und jetzt sind wir gespannt.
So, das sind jetzt so etwa 17 Quadratmeter. Und der Rest hier kommt dann auch noch. Ich zeige euch mal kurz den jetzigen Stand. Wir haben noch ein bisschen Baustelle vor uns, aber dieses Jahr wird es nicht mehr fertig. Aber wir sind auch schon ganz schön weit gekommen. Also die Fläche hier ist schon ziemlich fertig gefliest.